Die Freude und die Gratulantenschar waren groß, als die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln zur Schlüsselübergabe für ihr erstes Wohnbauprojekt seit 21 Jahren einlud. Es war ein denkwürdiger Tag für die Wohnungsgenossenschaft. Doblina, die Schutzpatrona der Stadt, höchst selbst übergab den Schlüssel an die Bauleitung. Und es war ein bemerkenswerter Tag für alle, denn die vorfristige Fertigstellung der Wohnanlage und auch der Weg dahin sind wohl beispiellos. Das war nicht so abzusehen, aber wir sind wirklich stolz darauf, dass wir es geschafft haben. Und das hat damit zu tun, dass Stadt, WGF und wir sozusagen an einem Strang gezogen haben und es immer um die Sache ging. Es waren also keine Befindlichkeiten von irgendjemandem zu sehen und nur deswegen haben wir es geschafft. 417 Tage vom symbolischen Baustart bis zur Schlüsselübergabe hat es gedauert, um die Metamorphose vom verwitterten Klassen bis zum modernen Wohnzimmer wahr werden zu lassen. Dazu gehören Vertrauen und Mut, betonten die Redner aus Politik und Wohnungswirtschaft. Da gehört viel Mut dazu. Ich habe es mir auch zwischendrin angeschaut. Also das ist schon eine Herausforderung. Und deswegen finde ich es ja so gut, dass dieser Mut aufgebracht worden ist. Der Standort passt. Das Konzept passt, die Wohnungen sind angenommen, sonst wären sie nicht vermietet. Ich habe ja noch eine schöne Fläche dazu, die gestaltet werden kann, die man eben auch für Hoffeste nutzen kann. Also es ist ringsherum gut gelungen und dafür gehört Gratulation allen Beteiligten, den Vorständen, den Aufsichtsräten, natürlich auch denen, die es gebaut haben. Gratulation und Beifall von den Vorständen der WGF und den Gästen gab es auch für Silke Hertig. Die Vertriebsmitarbeiterin der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt hatte bereits am 26. Juli einen Vermietungsstand von 100% erreicht und damit einen weiteren Baustein zum Gelingen des Projektes realisiert. Also ich sage das ganz rund heraus, ich bin wirklich heute glücklich, dass so ein etwas schweres Paket, was man auf den Schultern hat, ja, realisiert wurde und so realisiert wurde, dass eigentlich bisher fast jeder zufrieden ist mit dem Endergebnis. Wir haben eine Vollvermietung, das heißt also, die Mieter, die wir uns gewünscht haben, sind mittlerweile auch schon, wenn man auf das Schild am Eingang schaut, mit ihren Wohnungen vertraut. Und damit ist also ein großes Stück dieser doch nicht ganz so einfachen Arbeit gut gelaufen. Gut gelaufen ist auch die finanzielle Seite des Projektes, nahezu eine Punktlandung ohne Wenn und Aber. Wir haben mit dem Unternehmen B&O eine relativ lang verhandelte Basis von 3.520.000 Euro geschaffen. Und wir haben, ich habe es noch nicht ganz unterschrieben, aber heute plus minus null, sprich mit 100% Einhaltung der Kosten den Bau realisiert. Solch ein Projekt würde der Generalauftragnehmer, die B&O Wohnungswirtschaft GmbH, jederzeit wieder in Angriff nehmen, weiß der Geschäftsführer. Ja, wir würden es jetzt sogar als Muster anpreisen wollen, dass man mehr Mut hat, Schulen umzubauen zu reinen Wohnungen. Weil Schulen werden immer angefasst und es gibt sozusagen Büro, Wohnungsgebäude oder andere Mischgebäude werden daraus realisiert. Aber reine Wohnung, es geht nichts besser als ein Schulgebäude, weil es skelettbauweise ist und wir alles ebenerdig dadurch herstellen können, ohne größere Probleme. Noch ist der Umbau von Schulen zu Wohnungen nicht allzu sehr verbreitet. Dass aber wieder mehr auch außerhalb der Ballungszentren gebaut wird, darüber freut sich der Vorstand des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften. Also mit Schulen gibt es noch ein Beispiel in Annaberg. Bisschen anders ausgerichtet, ein anderer Typ, aber ähnlich mutig, sage ich jetzt mal. Ansonsten wird konventionell neu gebaut. Das sieht man überall. Und ich bin sehr froh, dass es eben nicht nur in den großen Städten so funktioniert, mit Dresden, Leipzig, Chemnitz, da wundert man sich nicht. Nein, eben auch in Döbeln oder in anderen Städten wird neu gebaut und das finde ich gut und richtig so. Gebaut en miniature wird in der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln auch. Albrecht Steinbock und Robert Fessel haben ein Modell der ehemaligen Schule gebaut. 155 Fenster haben sie ausgesägt und die Originalfarbe von der Bauleitung besorgt und so bauten sie das neue Wohnhaus der WGF im Format 1:60 fertig. Nicht nur die beiden fleißigen Handwerker wollen weiterbauen. Also wir haben jetzt Spaß am Bauen gefunden, so kann ich es fast sagen, aber das hängt eher damit zusammen, dass wir Wohnraum schaffen müssen für unterschiedliche Zielgruppen. Und wir werden die nächsten Tage, die Baustelleneinrichtung ist schon umgesetzt worden, in Döbeln Nord weiterbauen und bis Oktober 2018 6 Stadtvillen mit je 4 WE auf der Sonnenterrasse in Döbeln Nord herstellen und
umsetzen, ähnlich wie wir das hier getan haben. 24 modern zugeschnittene Wohnungen, zwischen 55 und 77 Quadratmeter groß, mit jeweils 8 Quadratmeter großem Balkon oder Terrassen sind hier entstanden. Sie sind schwellenlos und mit Aufzug erreichbar. Gern zeigt das Team der Genossenschaft die neuen Wohnungen und die Begegnungsstätte im Keller. Im September werden die neuen Mieter einziehen und dann wird hier vorm Haus das längst fällige Parkfest gefeiert.